Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier im Kölner Dom und daheim, die Sie seit vielen Wochen digital mit uns verbunden sind über das Internet, das Fernsehen, das Radio. Am 14. März haben wir hier in unserem Kölner Dom das letzte Mal einen öffentlichen Gottesdienst feiern können. Danach, am 15. März, dem Sonntag, schlugen schon die Bestimmungen mit Blick auf die Corona-Krise zu und haben nicht zuletzt auch aufgrund der Selbstverpflichtung der nordrhein-westfälischen Bischöfe dazu geführt, dass wir in unseren Kirchen keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert haben, mit Blick auf die Gesundheit der Menschen. Aber das heißt nicht, dass wir in dieser Zeit nicht Gott die Ehre haben geben können, dass wir nicht unseren Glauben gefeiert und vollzogen haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass in all diesen Wochen viele, viele Menschen eben am Radio, am Fernsehen, über das Internet mit uns zu einer großen Gemeinde verbunden waren. Und ich habe viele, viele Briefe erhalten und Rückmeldungen, die sich dazu geäußert haben. Danke für Ihre Treue. Danke, dass Sie auf dieser Weise mitgefeiert haben. Es war schön, dass wir unseren Glauben nicht nur gefeiert haben, sondern dass in unseren Gemeinden und an verschiedenen anderen Orten dem Glauben auch eine ganz konkrete diakonische Gestalt gegeben wurde, in der Zuwendung zum Nächsten. Viele haben einfach als Corona-Engel gearbeitet und alte und gefährdete Menschen im Blick gehabt. Auch danke dafür. Und schön, dass es heute jetzt möglich ist, den ersten öffentlichen Gottesdienst auch wieder in unserem Bistum zu feiern, dass Sie heute Morgen hierher gekommen sind und stellvertretend sind für all die Menschen, die jetzt wieder mit uns digital verbunden sind. Und ich denke, auch wenn dies eine Sondersituation ist und wir nicht gemeinsam, wie wir es sonst gewohnt sind, miteinander singen dürfen, aus den gesundheitlich bekannten Gründen, ist es dennoch schon jetzt spürbar, wie bedeutsam die physische Präsenz, das physische Miteinander ist. In dieser Weise wollen wir jetzt miteinander Eucharistie feiern. Wir wollen Gott die Ehre geben, ihn groß sein lassen, und wir wollen ihm all die Menschen anempfehlen, für die wir heute hier stellvertretend stehen und beten dürfen. Wir wollen insbesondere die Alten und die Kranken mit hineinnehmen und diejenigen, die heute Morgen auch gerne hier mit uns dabei gewesen wären. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Wir wollen Gott die Ehre geben, ihn loben und preisen und anbeten, so wie es unsere Berufung ist. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr unser Gott herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden,
treu seinem Namen, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Geliebte, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und Leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe. Jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Alleluia, Alleluia. Alleluia. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einbricht, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und er führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgeführt hat,
geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte er ihnen, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der heutige vierte Sonntag der Osterzeit gilt als der Sonntag des guten Hirten, der uns insbesondere auch einlädt, um geistliche Berufungen zu beten. Jesus selber hat sich als den guten Hirten bezeichnet. Dabei hat schon das Alte Testament dieses Bild verwendet. Der Prophet Ezechiel zum Beispiel beschreibt so Gott selbst. Er ist der Hirte seines Volkes. Wie ein guter Hirt für seine Herde sorgt, so sorgt Gott sich um uns. Ich selber weide meine Schafe und ich selber werde sie ruhen lassen, Spruch Gottes des Herrn. Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen. Dass Gott wie ein guter Hirt ist, das zeigt sich sodann auch im Leben seines Sohnes. Wie der gute Hirt wendet sich dieser den Menschen zu. Bei ihm sollen sie Geborgenheit und Ruhe finden. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesu Anspruch, der gute Hirt zu sein, gründet im Auftrag seines Vaters, den er aus Liebe zu seinem Vater und den Seinen erfüllt, indem er für die ihm anvertrauten Schafe sein Leben dahingibt, damit sie ewiges Leben haben. Jesus, liebe Schwestern und Brüder, ist aber nicht nur der gute Hirt. Er ist auch, wie wir das heute im Evangelium hörten, die Tür. Die Tür, die zum Leben führt. Um in ein Haus zu gelangen, gehen wir tagtäglich durch Türen. Türen sind unerlässlich. Wir alle tun das vielleicht zigfach, hundertfach. Wir verlassen unsere Wohnungen
am Morgen durch eine Tür, wir steigen in den Bus, in die Straßenbahn, in das Auto, durch eine Tür, wir gehen in die Schule, in die Universität, zu unserem Arbeitsplatz, durch eine Tür. Wir gehen nicht nur durch Türen, die in ein Haus führen, sondern auch durch Türen, die Räume miteinander verbinden. Auch die Türen unserer Herzen müssen wir immer wieder neu öffnen, damit Menschen einen Zugang zu uns finden, damit Menschen den Innenraum unseres Lebens betreten können. Und schließlich ist ein jeder von uns auf der Suche nach der Tür, die ihm den Eintritt in das Leben, die uns den Zutritt zu Gott gewährt. Wir sind auf der Suche nach der Tür, die uns ins Leben führt. Wissen Sie eigentlich, dass wir hier am Altar vor dieser Türe stehen und dass diese Türe nicht mehr verschlossen, sondern aufgetan ist? Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. So heute der Herr im Evangelium. Was bedeutet das? Die Kirche, liebe Schwestern und Brüder, wird nicht müde, Ostern zu feiern. Heute ist es schon der vierte Ostersonntag und auch heute bekennen wir voller Dank, dass Christus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Wir bekennen, dass er dort nicht geblieben ist, sondern am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Er hat die Macht des Todes, die aus dem Nein des Menschen zu Gott stammt, durch das Ja seiner Liebe aufgebrochen. Er hat im Dunkel des Todes nicht auf sich selbst vertraut, nicht sich selbst an sich selbst geklammert, nicht sich selber festgehalten. Er hat sich im Dunkel des Todes nicht von seinem Vertrauen auf den Vater, nicht vom Vertrauen auf Gott losgerissen. Im Gegenteil, er hat sich allein an ihm festgehalten. Alle Not, allen Schmerz, alle Finsternisse des Lebens und der Seele hat er so umgewandelt. Umgewandelt zu einer letzten Liebe, zu einer letzten Hingabe an Gott, seinen Vater. Und was ist dadurch passiert? Dadurch hat der Tod seinen Schrecken verloren. Er hat ein neues Gesicht erhalten. Er hat dadurch den Tod verwandelt. Der ist jetzt nämlich nichts anderes mehr als nur noch ein Hinübergang, nur noch ein Hindurchgang wie durch eine Tür, wie der Hinübergang aus dieser Welt zum Vater, wie Jesus das sagt, aus der einen Hand Gottes, in der wir jetzt gehalten und geborgen sind, in die andere Hand Gottes. Der Gekreuzigte, der alle Not dieser Erde durchlitten hat, ist dadurch eingegangen in das Leben Gottes, in Gottes ewiges Leben. Nicht in eine bloße Fortdauer, sondern in das Innere Gottes selbst, und zwar als ganzer Mensch mit Leib und Seele. Das, liebe Schwestern und Brüder, meinen wir, wenn wir bekennen, er ist auferstanden von den Toten, er ist aufgefahren in den Himmel. Was das für uns bedeutet? Dass unsere Gräber nicht mehr bloß Stätten der Verwesung sind,
sondern Stätten der Hoffnung. Denn in Jesu Auferweckung ist uns allen ein neuer Anfang gegeben. Auch wir werden ewig leben, wie er, als ganze Menschen, als von Gott Erkannte und Geliebte. Christus ist so durch seinen Tod und seine Auferstehung für uns alle die Tür zum Leben geworden. Er allein führt hindurch in dieses Leben Gottes. Und diese Tür, liebe Schwestern und Brüder, die wird uns hier am Altar aufgetan. Denn was geschieht hier am Altar? Hier feiern wir jedes Mal, wenn wir Eucharistie feiern, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst in Herrlichkeit, werden wir gleich nach der heiligen Wandlung bekennen. Und wir empfangen dann seinen Leib, ihn selbst, das Leben. Und er verbindet sich mit uns und wir mit ihm. So wird er unser Leben. So oft wir hier am Altar zusammenkommen, wird uns die Tür zu diesem Leben aufgetan. Der Herr selbst ist diese Tür. Er sagt es uns: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wenn wir also die Eucharistie feiern, dann feiern wir das Geheimnis seines Hinübergangs vom Tod zum Leben. Ja, er selbst ist unser Hinübergang, sein Hinübergang in das Leben will auch unser Hinübergang sein. Und dabei, liebe Schwestern und Brüder, dürfen wir aber nicht nur rein äußerlich tun, was er damals getan hat, nämlich über Brot und Wein die Worte sprechen, die er gesprochen hat, und dann nehmen und essen und trinken zu seinem Gedächtnis. Tun, was er getan hat, das meint mehr. Das meint, dass wir uns auch mit hineinnehmen lassen, mit unserem ganzen Leben, mit unserem Herzen, in seine Lebenshingabe an den Vater. Und indem wir uns von ihm mit hineinnehmen lassen, in diese Übergabe an den Vater, werden wir mit Christus zu einer Opfergabe für Gott. Erhalten wir Anteil, Communio, an dem einen Brot und dem einen Kelch und damit am Herrn selbst, an seinem Leben. Wenn wir also die heilige Messe feiern, betreten wir gewissermaßen die Todeszone der Welt. Christus aber hat sie begehbar gemacht. Sie ist vom Leben durchdrungen. Die Kraft seiner Auferstehung trägt uns dabei. Wir werden hier, wie Christus, erfüllt mit österlicher Herrlichkeit, sodass wir Anteil an seinem ewigen göttlichen Leben erhalten. Alles, liebe Schwestern und Brüder, hängt also davon ab, dass wir durch diese Tür, die Christus selber ist, hindurchgehen. Das ist kein leichter Gang. Wir müssen ihn ein Leben lang gehen. Wir müssen ihn jedes Mal hier am Altar gehen. Denn das Sterben mit Christus auf dem Altar ist der Hinübergang in das ewige Leben, in die Fülle des Lebens Gottes. Durch Christus strömt es in uns hinein, wenn wir uns mit ihm, dem Vater, übergeben. Das ist Wandlung, das ist Kommunion,
Das ist das Geheimnis der Tür. Wir gehen jetzt in dieser Stunde wieder auf sie zu. Werden wir die Schwelle überschreiten? Wir ahnen jetzt vielleicht, welches Geheimnis wir hier begehen dürfen. Es gilt jetzt, uns vom Geist bewegen zu lassen und voll Glaube und Hingabe auf den Herrn zuzugehen und auf ihn einzugehen. Dann geht Ostern in unserem Leben auf. Dann werden alle Wege unseres Lebens Osterwege, auch die Kreuzwege, letztlich sogar unser Tod. Der Herr hat uns dazu die Tür geöffnet. Wir feiern jetzt seinen und unseren Hinübergang vom Tod zum Leben. Amen. Wir wollen auf das heilige Evangelium antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Von seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist der gute Hirt, der seine Herde nicht verlässt. Voll Vertrauen rufen wir zu ihm. Schenke allen Getauften den Mut und die passenden Worte, das Evangelium mit Überzeugungskraft weiterzugeben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Öffne die Herzen der Suchenden, damit sie erkennen, auf welchem Weg du sie rufst, und lass sie dabei auch das Ziel ihres Weges finden, nicht aus den Augen verlieren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke jungen Menschen, die einen Ruf in sich spüren,
dir und den Mitmenschen als Ordensleute, Diakone oder Priester zu dienen, feinfühlige, wohlwollende Begleiter an ihrer Seite. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lohne die Arbeit all jener, die in der Seelsorge tätig sind oder in der Kirche Verantwortung tragen mit Freude und mit Erfüllung. Und entzünde neu die Flamme der Liebe der Seelsorgerinnen und Seelsorger, deren Glauben schwach geworden ist oder die die Hoffnung und Motivation verloren haben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Stärke alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist und die nach Halt und Orientierung suchen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Tröste alle Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren haben, und nimm unsere Verstorbenen auf in dein ewig währendes Reich des Lichtes und der Liebe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Dir, Herr Jesus Christus, vertrauen wir. Wir wollen dir folgen. Sei gelobt und gepriesen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Sei Quelle
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Petrus und den heiligen drei Königen, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, mich, deinen unwürdigen Diener, und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir wollen jetzt gemeinsam so beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, jetzt ist wieder der Augenblick der Heiligen Kommunion gekommen. Für viele von Ihnen, die Sie jetzt daheim sind und die Heilige Messe dort mitgefeiert haben, ist es jetzt nicht möglich, den Herrn in sakramentaler Weise zu empfangen. Aber wir dürfen uns in einer geistlichen Weise mit ihm verbinden. Wir dürfen ihm sagen: Herr, du bist der gute Hirt. Wir danken dir dafür, dass du dem Ruf des Vaters gefolgt bist, dass du in die Welt eingetreten bist, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Herr, wir danken dir, dass du die Tür bist, die uns den Weg, die uns den Zugang zum Vater öffnet. Herr, du, der alles erschaffen hat und auf den hin alles geschaffen ist, der du einst wiederkommen wirst, um eine neue Welt und einen neuen Himmel zu schaffen. Du bist in diese Welt gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen, um alle Schuld, um alle Sünde, um alles Leid, um alle Gottesferne auf dich zu nehmen. Du hast das Ja, das vollkommene Ja gesprochen zu Gott, zu deinem Vater, zu dem wir nicht fähig sind. Aber in diesem deinem Ja darf sich ein jeder von uns geborgen wissen. Geborgen wissen, weil wir dadurch zu dir gehören, in deinem Ja geborgen sind und so von dir mitgenommen werden zu deinem Vater und zu unserem Vater, dass wir mitgenommen werden in das Leben, das kein Ende mehr kennt, in das Leben, das reines Glück, reine Liebe ist, weil es das Wesen deines Vaters ist. So komme ich heute, Herr, zu dir. So vereinige ich mich mit dir. Umfange mich, Herr, so als wärest du schon immer bei mir, und vereinige dich mit mir. Ich bete dich an in tiefster Ehrfurcht. Lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Schenke mir Anteil an dir, an deinem Leben, an deiner Gegenwart, an deiner Liebe. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Auferstanden ist der gute Hirt. Er gab sein Leben für die Schafe. Er ist für seine Herde gestorben. Halleluja.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Kirche lebt aus der Eucharistie und sie lebt von der Eucharistie. Deshalb bedarf sie auch der Priester. Sie bedarf immer wieder neuer geistlicher Berufungen. Dieser Sonntag des guten Hirten lädt uns in besonderer Weise dazu ein, um geistliche Berufe zu beten. Wir wollen dies jetzt gemeinsam tun. Durch die Taufe ruft Gott in die Gemeinschaft der Glaubenden. Getaufte fragen, was erwartet Gott in dieser Gemeinschaft von mir? Was ist meine Berufung? Die Antwort auf diese Frage hat Folgen für die Gestaltung des Lebens. Das gilt auch für jene, die Christus zu den Diensten und Ämtern der Kirche berufen will. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Wir wenden uns an den Herrn der Ernte, der zu allen Zeiten Frauen und Männer braucht, die sich in den Dienst der Kirche stellen. Wir beten für alle, die Verantwortung übernehmen für die Weitergabe des Glaubens, dass sie im alltäglichen Leben Zeugnis ablegen für das Evangelium. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir beten um Familien, in denen die Heranwachsenden den Glauben als wertvoll erleben und eine geistliche Berufung entdecken können. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir beten um Männer, die bereit sind, das Sakrament der Priesterweihe zu empfangen und Diener der Freude zu sein in der Gemeinschaft der Glaubenden. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir beten um Diakone, die den Gemeinden in Caritas und Liturgie dienen und in der Verkündigung Zeugnis geben von deiner Menschenfreundlichkeit. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir beten um Frauen und Männer, die in den pastoralen Berufen der Kirche Menschen begleiten und das Evangelium in Schule, Krankenhaus und Gefängnis in die Welt der Arbeit und Freizeit tragen. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir beten um Frauen und Männer, die als Ordenschristen durch ihr Gebet und ihre Arbeit Zeugnis geben für den Reichtum des Evangeliums. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir beten um Frauen und Männer, die in geistlichen Gruppen und Bewegungen ihren Ort entdecken, das Evangelium zu leben und in unserer Zeit zu bezeugen. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir beten um Missionarinnen und Missionare, die in anderen Ländern und Kontinenten den Glauben verkünden und den Menschen zur Seite stehen in ihrem Hunger nach Wohlergehen, Frieden und Gerechtigkeit. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir beten gemeinsam. Gott, du bist treu. Die Kirche lebt aus dem Reichtum der Begabungen und Charismen, die du schenkst. Wir danken dir für alle, die deinen Ruf vernommen haben und den Weg der Nachfolge gegangen sind. Wir danken dir für alle, die heute deinen Ruf hören und ihm folgen. Wir bitten dich, schenke den Suchenden Zeichen deiner Nähe. Mache junge Menschen hellhörig für deinen Ruf, einen geistlichen Beruf zu wählen, damit die Kirche zu jeder Zeit das Evangelium kraftvoll lebt und verkündet. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde,
die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, nachdem wir jetzt also heute wieder miteinander zumindest in dieser Weise Gottesdienst miteinander feiern konnten, und das ist ja schon ein Fortschritt gegenüber den letzten Wochen, wo dann lediglich hier um den Altar herum einige wenige sich eingefunden haben, freue ich mich und danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie gekommen sind, und ich hoffe, dass Sie nach diesen langen Wochen, wo Sie nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten und auch nicht zum Tisch des Herrn herantreten konnten, dass es für Sie eine innere geistliche Freude gewesen ist, heute Morgen hier in unserem Dom zu sein. Ich danke Ihnen, dass Sie von zu Hause aus oder von den Krankenzimmern her wieder mit dabei waren und dass wir miteinander feiern durften, die Eucharistie. Wir sind in den vergangenen Wochen einen Weg miteinander gegangen, den Weg auf Ostern zu und dann jetzt auch ein Stück des Osterweges. Jetzt mit diesem Gottesdienst ist wieder ein Stück Normalität eingekehrt unter den Corona-Bedingungen, wenn auch nicht so, wie wir es zuvor gewohnt waren. Aber diese Normalität, die jetzt wieder gegeben ist, wird auch dazu führen, dass vom kommenden Sonntag an auch hier in unserem Dom das Domkapitel wieder ganz normal seinen Dienst übernehmen wird. Ich wollte in diesen Wochen der Corona-Pandemie bei Ihnen sein und mit Ihnen sein. Deshalb war es mir wichtig, Sonntag für Sonntag hier mit Ihnen zu feiern, verbunden über die Medien. Doch jetzt tritt der Alltag wieder ein und ich darf mich von Ihnen verabschieden und Ihnen alles Gute und Gottes Segen wünschen. Wir werden uns hier an dieser Stelle wiedersehen am Pfingstsonntag, wenn wir gemeinsam das Pfingstfest feiern und uns von Gott mit seinem Heiligen Geist beschenken lassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen für Ihre Treue, für Ihre Gebetstreue, für Ihr Lebenszeugnis, Ihr Glaubenszeugnis. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, behalten Sie einander im Blick, rufen Sie einander an. Sorgen wir füreinander. Das ist das erste Gebot, das uns aufgetragen ist, Gott im Blick zu halten. Und dort, wo wir ihn im Blick haben, haben wir immer auch unseren Nächsten im Blick. Denn was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gehen wir jetzt hinaus in den Alltag und leben wir unsere Berufung als Christen. Dazu möge uns jetzt Gott seinen Segen geben, damit wir als Gesegnete für viele Menschen zum Segen werden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und die Erde. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.
Gegrüßet seist du, Königin, O Maria, erhabene Frau und Herrscherin, O Maria. Freut euch, ihr Cherubin, Lob singt, ihr Seraphim. Grüßt eure Königin, Salve, 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 Regina. Mit diesem alten, bekannten Marienlied starten viele Christen in den Monat Mai, der ja auch als Marienmonat bezeichnet wird. Selbst wenn manch einer gar nicht mehr vor Augen hat, dass mit den Cherubin und Seraphim die höchsten gottdienenden Engel gemeint sind, so stimmen sie doch gerne in diese alte, vertraute Melodie mit ein. Selbst wenn wir in diesem Jahr wegen des hochansteckenden Coronavirus im Marienmonat auf viele uns sehr vertraute Gewohnheiten verzichten müssen, wie große gemeinsam gefeierte Maiandachten oder Wallfahrten zu unseren beliebten Marienorten, auf die Liebe zur Gottesmutter, darauf sollten wir nicht verzichten. Seit Jahrhunderten finden viele Menschen über Maria, die Fürsprecherin und Trösterin, einen Zugang zu ihrem Sohn, zu Christus. Ob wir mit Maria im Magnificat Gott groß sein lassen und mit ihr beten, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, oder ob wir uns von ihr im Rosenkranzgebet zu ihrem Sohn, zu Christus führen lassen und mit ihr die Heilsgeheimnisse betrachten. Wir sollten in diesen schwierigen Zeiten ganz einfach nicht auf das Gebet und auf die Verehrung Mariens verzichten. Den Rosenkranz zum Beispiel, den kann man immer und überall beten. Und wir können uns so in die große Gemeinschaft der Betenden einreihen, die weltweit durch Maria und mit Maria Gott den Lobpreis entgegenbringt. Wie oft habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass gerade das Gebet des Rosenkranzes, zum Beispiel am Bett eines Kranken oder Sterbenden, tröstet und Halt gibt. Wie schön ist es auch, einfach einmal ein Marienlied zu singen, es laut zu singen, daheim in der eigenen Wohnung oder draußen irgendwo in der Natur. Ich weiß, das kann einem Menschen gut tun, das kann einem Mut machen. Mein Lieblingsmarienlied ist übrigens Segne du Maria. Und mit ihm wünsche ich Ihnen jetzt einen guten und gesegneten Marienmonat Mai. Segne du Maria, segne mich dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find. Segne all mein Denken, segne all mein Tun. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Ihr Rainer Maria Wölki, Erzbischof von Köln. Die australische Justiz wird einen Bericht der Missbrauchskommission zum Verhalten von George Kardinal Pell freigeben. Eine Kommission hatte Pells Umgang mit Beschwerden über sexuellen Missbrauch untersucht. Anfang April hatte das oberste australische Gericht ein Urteil gegen Kardinal Pell wegen Missbrauchs an